Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir waren kürzlich unterwegs und bevor wir uns zu unserem eigentlichen Ziel begeben haben, wollten wir was essen. Es sollte ein Döner sein und wir waren in Singen am Hohentwiel und haben uns einfach mal durch die Google-Rezensionen durchgesucht und haben dann zwei Läden gefunden, die immerhin mit 4,7 Sternen bewertet waren und davon war der eine etwas näher und drum haben wir uns für den entschieden, wohl wissend, dass man hier keinen Döner bekommt, sondern ein Shawarma, sowas ähnliches. Und ich will jetzt erstmal kurz erklären, was Shawarma überhaupt sein soll. Ich kannte das selber nicht und musste jetzt erstmal bei Wikipedia schauen, was das genau ist. Und das lese ich euch gerne jetzt auch mal vor an der Stelle. Und zwar ist Shawarma ein Fleischgericht der arabischen Küche. Es wird vor allem in Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten, Palästina und Israel verzehrt, hat sich aber über den Nahen Osten hinaus auch in andere Teile der Welt verbreitet. Wie Döner, Kebab und Gyros besteht es aus marinierten großen Fleischscheiben, die schichtweise auf einen speziellen senkrecht stehenden Drehspieß gesteckt und gegrillt werden und von denen nach und nach die äußeren gebräunten Schichten dünn mit einem Messer abgeschnitten werden. Ursprünglich wurde für Shawarma nur Hammel- oder Lammfleisch verwendet. Heute sind auch Rindfleisch sowie Geflügel wie Pute oder Huhn üblich. Vor dem Aufschichten auf den Spieß werden die Fleischstücke einige Stunden in einer Marinade aus Zitronensaft mit einer Vielzahl von Gewürzen wie zum Beispiel Zimt, Kreuzkümmel, Koriandersamen, Kardamom, Kurkuma, Gewürznelken, Paprika, Pfeffer, Minze und Knoblauch eingelegt, die dem Gericht seinen typischen leicht säuerlichen Geschmack verleiht. Serviert wird Shawarma meist als Imbiss in ein dünnes Fladenbrot gewickelt, häufig zusammen mit Tahina, das ist Sesampaste, Sumach und gebratenem oder milchsauer eingelegtem Gemüse und Salat. So, nachdem wir jetzt geklärt haben, was Shawarma überhaupt ist, wenden wir uns jetzt unserer Bestellung zu. So sieht die Küche aus des Meisters, der unser Gericht zubereitet hat. Ihr seht den Drehspieß hier mit Putenfleisch. Und diese Kelle im Hintergrund in der Mitte, wo schon zwei Shawarmas drunter liegen. Doch fangen wir mal von vorne an. So heißt der Laden, den wir besucht haben aufgrund der guten Google-Rezensionen. Von außen sieht das Ganze relativ nischig und wenig einladend aus. Aber zumindest den Drehspieß kann man schon von außen bewundern. Dann sehen wir hier die Speisekarte. Da gibt es eigentlich nur Shawarma Chicken. Und dann diverses Crispy Chicken noch, diverse vegane Sachen, aber im Großen und Ganzen war es das. Paar Getränke noch, im Internet stand irgendwas von einem Lammspieß. Den haben wir leider nicht zu Gesicht bekommen. Also man kann sagen, eine recht übersichtliche Speisekarte. Hier sehen wir den Mann bei der Arbeit, wie er das Fleisch zusammenstellt und das Brot vorbereitet. Das heißt, eigentlich ist die Rolle schon fertig und wird da hinten nochmal unter diese Kelle gelegt. Und jetzt versuche ich mal kurz zu beschreiben, was da drin war. Also da war vor allem dieses vermeintliche Putenfleisch drin. Anscheinend ist es ja Chicken mit einer sehr knoblauchlastigen Aioli-Soße oder sowas. Der Fleischgeschmack war relativ gut und außerdem war da mutmaßlich noch so sauer eingelegtes Gemüse eben drin. Und zwar waren das ausschließlich Gurken, vermute ich. Es gab hier noch so eine Antipasti-Beilage, auch eingelegte Gurken. Und ich denke, genau das gleiche war eben auch im Shawarm drin. Das Ganze hat allerdings nicht nach Gurke geschmeckt, sondern ja, irgendwie undefinierbar, leicht säuerlich. Und sonst war da tatsächlich gar nichts drin. Also es gab den Shawarm, diese dünne Rolle und diese Antipasti-Beilage. Und das war es dann eben auch. Keine Zwiebeln, kein Kraut, überhaupt gar nichts. Ein sehr simples, einfaches Gericht. Durchaus sättigend und ausreichend, aber jetzt auch nicht so übermäßig viel. Pro Portion 4,50 Euro. Absolut faires Preis-Leistungs-Verhältnis, meiner Meinung nach. Unterm Strich muss ich aber sagen, bei den Rezensionen von Google hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Geschmacklich würde ich sagen, war es eine 3,5. Es war einfach neben dem Fleisch nur eine weitere Zutat drin, die undefiniert geschmeckt hat. Mutmaßlich Gurke, und das ist wohl gerade der Gag an diesem säuerlich eingelegten Gemüse, dass das nicht mehr so schmeckt wie vorher. Aber trotzdem hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
Die Einrichtung und die Atmosphäre, das muss ich insgesamt leider noch schlechter bewerten. 4,5 würde ich hier vergeben. Schau dich mal die abgeranzten Tische an. Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich mit 2,5 bewerten. Und wenn wir das alles zusammenzählen und durch 3 teilen, kommen wir bei einer 3,5 raus. Ich denke, das geht in Ordnung. Irgendwas zwischen befriedigend und ausreichend. So, und was lerne ich jetzt daraus? Die beste Google-Bewertung muss nicht immer der beste Anhaltspunkt sein. Man sollte sich also vielleicht mehr auf Mund-zu-Mund-Propaganda verlassen als auf Google-Bewertungen. Deswegen, wenn ihr Tipps habt, wo man hingehen kann in der Region, wo der Döner besonders gut schmeckt, haut diese Tipps gerne mal raus in die Kommentare hinein. Und trotzdem habe ich hier ein völlig neues Gericht kennengelernt, was ich so noch nicht kannte. Eine interessante Erfahrung. Das Ganze war auch recht bekömmlich. Also völlig in Ordnung, alles. Ein zweites Mal muss ich das wahrscheinlich trotzdem nicht haben. Ja, und damit sind wir dann auch durch für dieses Video. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Konstruktive Kommentare sind hier immer gern gesehen. Ansonsten gerne auch Abo und/oder Like hinterlassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.